weil das einen ganzen Monat lang geht. Vom 3. September bis zum 24. September wollen wir also verschiedene Museen öffnen. Es sind immerhin 32 Museen, die da mitmachen. Ja, Herr Altenkrüger, heute mal die Vorstellung für die 18. Lausitzer Museumsnächte. Erstmal, was erwartet der Besucher tatsächlich von diesem Spektakel, vor allem in Ihrem Landkreis? Ja, es ist das schon wirklich zu einer Art Tradition geworden, dass wir in diesem Jahr jetzt die 18. Museumsnächte, weil das einen ganzen Monat lang geht, vom 3. September bis zum 24. September wollen wir also verschiedene Museen öffnen. Es sind immerhin 32 Museen, die da mitmachen. Schön ist, dass 15 Einrichtungen sich das Thema Kinder praktisch vorgenommen haben und für die Kinder etwas besonders darstellen wollen. Und für den Landkreis sind die Museumsnächte natürlich doch schon ein gewisser Höhepunkt im Lausitzer Museenland eines Jahres, weil nämlich die Museen auf eine ganz andere Art und Weise oftmals ihre Häuser präsentieren. Das sind ja Häuser, wo Sammeln verbindet, ist richtig, aber wir haben sehr engagierte Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo ich immer sehr froh bin, dass sie sich wirklich so engagieren, weil sie füllen die Häuser mit Leben. Und in diesem Jahr bei den Museumsnächten wird es nochmal eine ganz besondere Sache, weil eben auch bis in die Nacht hineingehen soll, dass man also mal ein Museum nicht am Tage, sondern auch mal bei Nacht erleben kann. Das gibt sicherlich nochmal ganz neue Eindrücke. Das verteilt sich allerdings tatsächlich auf mehrere Wochenenden, ja, ist das richtig? Ja, auf mehrere Wochenenden. Ich sagte ja vom 3. September, an diesem Wochenende starten wir. 3.4. und dann geht es immer Woche für Woche weiter bis zum 24. September und hat man die Chance, 32 Museen auf einer besonderen Art und Weise zu besuchen, um sich da mal ein Stück weit schlau zu machen, was dort präsentiert wird, aber auch mit entsprechenden kulturellen Angeboten. Also ich freue mich, dass auch Museen oder Ausstellungshäuser das erste mit dabei sind. Also ich will mal eins zum Beispiel nehmen, und zwar in Kölzig. Dann haben wir ein Romy-Schneider-Museum und das ist ja seit kürzerer Zeit am Start. Sie haben nicht nur eine interessante Ausstellung zu bieten, wo über das Leben der Romy-Schneider berichtet, aber auch über andere Schauspieler. Und was besonders ist, sie haben vor ihrem Herrenhaus sozusagen, wo dieses Museum drin ist, auch eine Statue der Sissi. Das ist ja die Figur eigentlich der Romy-Schneider, was sie auch damals bekannt gemacht hat. Da kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen.